Esstisch hat hier, glaube ich, keinen Platz mehr. Oh, was mal. Außer wir machen. Oder aufs Dach. Hinter so einem. Hinter irgendwie einer Waffe. Aha, das wäre auch eine Idee. Hast du irgendwie eine Waffe? Eine Waffe? Und wenn. Ja, auf hochgeladen? Nee. Waffen habe ich keine. Achso, Waff! Achso! Ja doch! Mit Ding doch, hoch. Ja, schon ein paar gibt's. Und wie heißen die? Irgendwas mit Spudgun, aber so genau weiß ich es auch nicht. Spudgun MG. Ah, ich baue einfach schnell. Wieso wird mir da? Warte, ich glaub's. Da hat irgendjemand dein, wie heißt, DeLorean genommen und umgebaut. Ja, habe ich schon gesehen. Ich habe ihn auch schon geschrieben, aber er hat nicht geantwortet. Sehr frech. Ja. Vor allem dann wenigstens dazu schreiben, dass das Original von mir ist. Dann kann man ja darüber reden, aber so. Voll ne Fre- Das ist voll die freche Dudel. Ja. Aber echt mal. Ich muss kurz aufs Dach. Ist gut. Ups, hab aus Versehen ins Auto geschoben. Macht doch nix. So, wie viel sind das jetzt? So. Also so eine richtige Mitte hat es hier, glaube ich, gar nicht. Nee, hat keine Mitte. Also müsste ich irgendwie zwei Geschütze bauen. Oder leicht versetzt. Oder stark versetzt. Ich baue einfach zwei. Ich esse kurz einen Lebkuchen. Da werde ich ja neidisch. Schon so lang dran. Nee. Ich hab grad auf Enter gedrückt. Dann habe ich eingegeben / time set, also time, Leertaste, set, Leertaste, night. Mhm. Und dann? Da kam es jetzt. Kam so. System, time, display activated. Aha.
Also es gibt auf jeden Fall Commands. Ja. Gibt ein paar. Crash for Game zum Beispiel. Wirklich? Ja, kannst, wenn du slash help eingibst, kannst du die ganzen Befehle abrufen, die es gibt. Das ist ja fast wie in Minecraft. Ja. Was Recreate Terrain bringt? Keine Ahnung. Kannst du kurz den Camper auf den Lift setzen? Ja, Sekunde. Achtung. Danke. Gut, kannst wieder absetzen. Jawohl. Also damit wirft man ein bisschen, damit wackelt man es ein bisschen. Das macht ja nichts. Einfach einen Stabilisator einbauen. Das wäre eine Option, ja. Gut, so. Jetzt brauche ich kurz was, um den Sound zu machen. Oha. Sound Emulator. So, jetzt brauche ich zwei Pieper. Und jetzt muss ich irgendwie ein Geschütz noch einbauen. Ah, so schön. Kannst du irgendwo doch zwei versteckte Motoren einbauen? Ja, kann ich machen. Oh. Ah. Okay, ich... Oh, ich muss den liften, sorry. Ich komme nicht hinten dran. Zwei Motoren, Elektro oder Benzin? Was glaubst du, sieht besser bei einer Waffe aus, von der Geschwindigkeit? Ich glaube, Elektro ist kontrollierter. Dann ja. Gebe ich dir mal zwei Elektromotoren. Das sind hier unten. Mhm. Oh. Ich wollte gerade drunter gehen. Haha, hab's gemerkt. So. So, wie mache ich das jetzt, dass es am wenigsten kacke aussieht? Ah, das schaffst du schon. Zwei Rohre. Also ein rundes und ein... Ja, toll, jetzt ist es unsymmetrisch. Nein. Nein! Hm.
habe auch einen Fehler gemacht. So, wie mache ich das besten? Fang mal das Rohr wieder ein. Ich muss kurz mein Headset absetzen. Okay. Wieso? Weil immer wenn ich das aufhab eine Weile, dann tut's mir oben in der Mitte des Kopfes weh. Ah, verstehe. Pistons, Insoan, Xialins. Was? Vielleicht brauche ich auch eine Xialin. Eine Xialin? Ein Xialin-Pisten? Nee, die kümmert sich um die Farben. Überlegen, ob ich, nicht, ob ich überhaupt schon einmal mit Xialin auf Discord oder Teamspeak geredet habe. Das weiß ich nicht. Ja. Hat nicht sogar jetzt schon jemand anderes eine Aufnahme mit dir? Ja, um 15 Uhr. Ich schau mal, ob der jetzt da ist. Nö, ist nicht da. Das meinte ich vorhin. Hast du Glück gehabt? Ich hab grad voll den Ohrwurm von dem Lied. Von welchem Lied? Das ist so ein Fortnite-Song. Aha. Und der geht irgendwie Fortnite. Irgendwie sowas. Aha. Mit ich spiel Fortnite. Sowas. Davon gibt's schon ein Lied, das gibt's ja nicht. Es gibt sogar schon zwei. Ach krass. Hab ich gut gemacht, Xarok? Das sieht, glaube ich, gut aus, ja. Sag mal irgendwas.
Miau. Gut, ich muss es nicht mal aufhaben, um dich zu hören. Ist es so laut, oder was? Nee. Also... Jein. Eine Mischung. Eine Mischung. Ich verstehe schon. Aber kenne ich, bei meinem ist es auch so. So auch. Hört man auch gut. Boah, ist das ein geiles Teil. So. Dalla. Ich sag irgendwie voll gern so Dalla. So Dalla? Ja. Klingt ja nett. Was hältst du eigentlich von Fortnite? Ja, nettes Spielchen. Also ich weiß es nicht, weil ich es nicht habe. Kann man ja ändern. Ist ja zum Glück kostenlos. Ja, dauert aber glaube ich noch so ein Jahr. Also bis ich spielen, also offiziell spielen darf. Ach so. Oh, ich habe vergessen, dass ich das irgendwie mit einem Sensor machen muss. Was denn? Also, dass es sich mit einem Sensor die Pistons nach vorne gehen und auch, dass die Spatjan mit einem Sensor dann, also so, dass es sich dreht im Kreis, ach so, dann schießt und sich und so. Wow, man kann Blöcke, also man kann Knöpfe anschießen und sie gehen dann an. Ja. Aber hauen kann man sie nicht. Nein. Leider. War ich das jetzt? Nein, das war ich, Entschuldigung. So, jetzt muss ich da... Ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell. Du bist irgendwie leiser geworden. Es kann auch daran liegen, dass ich auf dem Nacken hatte und so dann geredet habe. Ach so. Kannst du den Elektromotor links ein bisschen kleiner stellen? Ja. Ich glaube ein bisschen... Ja, so passt. Und wenn, man kann es immer noch umstellen. Ja. Piu, 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 piu. Das wackelt. Also da kann man zu dritt überleben in der Zombie-Apokalypse. Ja. Der Apokalypse. Sogar zu viert, denn wir haben vier Betten. Stimmt. Nee, das eine ist eins für dich, eins für mich. Und ein für, falls wir jemanden finden, oder? Oh, zwei für Xialin. Xialin, nimm's bitte nicht zu ernst. Nee, das versteht sie doch schon. Hoffe ich zumindest. Also ich habe sie jetzt wirklich... Also irgendwie habe ich... In der Weise habe ich sie schon ein bisschen als beleidigt gerade. Ach Quatsch. Die versteht das. Ich habe aus Versehen was kaputt gemacht. Wir sind gegen eine Wand gefahren. Gegen eine Wand? Ja, deswegen ist die Tür gleich kaputt. Oh nein.
Wollen wir eigentlich vorne noch so einen Rambock dran bauen? Oh ja, wir bauen einen Rambock dran. Wie sich das gerade angehört hat, irgendwie. Soll er irgendwie so wie so ein alter Opa mit einem ganz trockenen Hals? Ach so, vielleicht war das ja so. Wird da jemand alt? Ich doch nicht. Das ist zu fett. Selbst bauen? Ja, natürlich. Zumindest versuche ich es. Sir, du willst so ein Aufspießding. Also sowas, also so, ich glaube sowas ist ein Rambock. Es gibt verschiedene Ramböcke, bei der Polizei ist der gerade. Oder tun wir jetzt mal, warte, fahr du jetzt mal kurz und dann schauen wir, schauen wir, wie sich eine Wand verhält. was besser ist. Er hat noch gar keinen Anschluss. Warte mal, ich muss den noch anschließen. Warte. Ich baue euch schnell Kartonwand. Nein, nein, ich das drin. Ich stelle mich kurz dahinter. Oder so, wie es besser umfliegt. So lassen wir es dann. Wumm. Kannst du dein Bürostuhl leiser stellen? Mein Bürostuhl, ja, ich weiß, der ist ätzend. Ist noch dein neuer oder dein alter? Also ich dein besser sitzen? Nee, das ist mein alter Stuhl. Ja, ich weiß, der ist richtig ätzend. Der knarzt wie ein alter Sock. Bist du eigentlich schon mal von einem Baum runtergeflogen? Nee, aber mir ist jemand mal auf den Kopf gefallen, der vom Baum gefallen ist. Ich weiß sogar wer. Ja, wer denn? Die kleine Xialin. Die kleine Xialin, genau. Oder das Xialinchen. Ja. Das ist eine Mischung aus einem Kaninchen und Xialin. Ja. Als es mir auf den Kopf gefallen ist, war das nicht so leicht und klein. Also ich bin schon mal von einem Baum, der ungefähr 5 Meter hoch war. Da war ich jünger. Aha. Ich glaube, da war ich 5. Bin ich so auf so einem Ast balanciert. Da war aber so eine Schaukel dran. Da bin ich dann durch Seil mit dem Fuß. Mhm. Dann bin ich hängen geblieben, nach vorne geflogen. Und dann bin ich da gehangen, bis ich es geschafft habe, irgendwie meinen Fuß da rauszukriegen. Das klingt schmerzhaft. Ich hätte gehofft, dass Xialin da gestanden wäre. Echt, wieso? Vielleicht fängt sie mich ja auf. Also. Wenn ich drauf.
Zarok? Ja. Bring den Bus in Sicherheit. Welchen Bus? Den Camper. Wieso? Oh. Ich muss den leicht ausbessern. Ich habe nämlich eine Sache falsch gebaut. Der ist nämlich nicht ganz symmetrisch, also er hat keine Mitte. Und der hat immer noch genügt. Achtung, ich flieg gleich in die Luft. Nein, tu es nicht. Hey! Und jetzt schießt du drauf, oder? Aua! Ey, du hast meine Scheibe kaputt gemacht! Ah! Ich glaube, ich werde mir gleich beide Beine brechen. Au! Verdient! Ich baue einen Rollstuhl! Ein Trollstuhl? Ein Rollstuhl! Ein Trollstuhl? Ein Rollstuhl! Ey, lass Battle machen! Schützen graben! Also, ich will nicht sterben, ich bin zu jung zum Sterben! Das sagt der Richtige! Also, ich bin hier der Jüngere, glaube ich zumindest. Nicht zu jung zum Sterben. Es kann ja auch sein, dass du einfach einen Stimmenverzerrer hast. Nee, ich zu jung zum Sterben. Und in den Videos ist es nicht du, sondern dein Vater. Oha. Oder wie hieß der eine, der Vater, der am eurer Hochzeit, an eurem Hochzeitstag, als ihr geheiratet habt, gefrühstückt hat bei euch? Ja, das war mein Vater, richtig. Wie hieß der nochmal? Lothar. Ja, Lothar. Der Lothar. Lothar Matthäus. Kennst du Lothar Matthäus? Nee. Also, wenn es irgendwas christlich ist, ist... Du weißt nicht, wer Lothar Matthäus ist. Dein Vater? Na. Das wäre krass. Lothar Matthäus. Nee, das ist ein berühmter Fußballer. Wirklich? Ja. Ich kenne mich nicht so gut mit Fußball aus. Ich auch nicht, aber das weiß ich. Naja, liegt halt daran, dass er mein Vater ist. Du hast doch früher mal mit Xialin und der Schwester von Xialin, glaube ich, dieses eine Horrorspiel gestreamt. Oh ja, genau. Das waren Zeiten, da sagst du was. Hast du es schon durchgespielt, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, oder? Weil wenn nicht, dann kannst du es ja weiterführen. Das stimmt, ja. So, jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass es sich gut anhört und dass es schießt und sich die, wie heißt, Pisten bewegt. Genau. Und ich wäre gerade fast dran.